Heute haben wir fünf neue Tools und Hacks für euch. Hallo und herzlich willkommen in unserem neuen Sonntagsvideo. Wir waren schon lange nicht mehr in der Werkstatt und haben uns überlegt, wir machen jetzt einfach mal wieder ein Tools und Hacks Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. So ein Meterstab ist ein ziemlich cooles Multitool. Wir haben heute fünf verschiedene Lifehacks mit Meterstäben für euch. Man kann den Meterstab zum Beispiel benutzen, um eine Höhe einzustellen, die man anzeichnen möchte. Dann nehme ich das so, lege den Bleistift hier drauf und fahre da entlang. Oder aber, ich möchte ihn ein Stück weiter oben abschneiden, zum Beispiel hier. Voilà. Wenn ihr ein Blech oder ein Stück Holz anzeichnen möchtet, dann könnt ihr eine Art Streichmaß aus eurem Meterstab machen. Oft misst man seine Bleche ja so ein, wenn man einen bestimmten Abstand zur Wand braucht. Was ihr aber auch machen könnt, sind einige Meterstabplättchen zum Unterlegen nutzen. Zum Beispiel so. Wenn ihr eine gerade Kante habt, könnt ihr das Ganze auch benutzen, um den Überstand von Attika-Haltern einzustellen. Wenn ihr zum Beispiel ein Rohr habt, das oben und unten irgendwo schon angeschlossen ist, sodass ihr den Durchmesser nicht von oben messen könnt, oder eine Stütze, dann könnt ihr einfach den Meterstab so aufklappen und dann könnt ihr das so hinlegen. Wenn ich dann auf beiden Seiten das gleiche Maß habe, jetzt habe ich jeweils 11, dann weiß ich, das Rohr hat einen Außendurchmesser von 11. Ja, wir haben inzwischen auch festgestellt, dass uns wirklich viele Leute aus anderen Gewerken zuschauen. Das freut uns auch ganz besonders. Da waren schon Trockenbauer, Elektriker, Installateure viele. Gut, das ist jetzt ein bisschen naheliegender, sowie auch die Zimmerleute und Dachdecker. Aber ja, das ist inzwischen unglaublich vielseitig geworden und freut uns total, dass ihr das auch alle toll findet, was wir hier machen. Und wir möchten das jetzt zu Weihnachten einfach auch ein Stück weit zurückgeben und haben uns deshalb überlegt, dass wir ein Weihnachtsgewinnspiel machen werden. Wir wollten euch einfach damit zeigen, wie toll wir das finden, dass ihr so eine super Community seid und wie wohl wir uns hier mit euch fühlen, dass ihr uns zuschaut, und einfach damit Danke sagen. Und haben das Ganze geplant für Instagram. Ihr könnt da einfach euer schönstes Vorweihnachtszeitbild von der Arbeit posten. Also egal, ob hier mit Weihnachtsmütze auf dem Dach oder ihr bastelt irgendwas Tolles oder ihr habt ein Bild von der Weihnachtsfeier, wo ihr alle zusammensitzt oder was auch immer euch in der Adventszeit bewegt. Schreibt gerne noch einen tollen Text runter, macht ein schönes Bild davon und ladet es auf Instagram hoch und schreibt dann einfach den Hashtag SpenglerTV feiert Weihnachten. Jetzt hätte ich fast wieder vergessen. Wir blenden es hier unten ein, dann könnt ihr euch das anschauen, wie ihr es richtig schreiben müsst und alles, damit wir eure Bilder auch finden. Das ist ganz wichtig, dass ihr diesen Hashtag dann verwendet. Und dann ja, werden wir eure Bilder regelmäßig in unserer Instagram-Story teilen. Und ihr könnt praktisch da auch schon so ein bisschen anschauen, wenn ihr noch gar keinen Plan habt, was die anderen so hochladen. Ja, und dann wird das Ganze bis zum 31.12. laufen. Und im neuen Jahr dann live ausgelost werden, wer die Gewinner sind. Die Preise, die verrate ich demnächst dann auf Instagram. Und ja, ich freue mich einfach wahnsinnig, eure schönen vorweihnachtlichen Baustellen und Werkstattbilder und so weiter zu sehen. So, jetzt zum Schluss noch ganz wichtig, damit ihr kein Video mehr von uns verpasst, abonniert uns auf YouTube oder folgt uns auch gerne auf Instagram oder Facebook. Ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Advent.
Liebe Grüße und alles Gute. Luisa Buck für Spengler TV. Gerade hier auf Instagram. Wir sind nicht auf Instagram, sondern auf YouTube. Dann hat uns noch der Quirin, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der Quirin hat uns angeschrieben und gesagt, er ist schon so seit der ersten Stunde Fan quasi und er wird sich ganz arg freuen, wenn wir ihn hier einfach im Video grüßen und das mache ich jetzt hiermit. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus und liebe Grüße.